Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die in goldenen Kettenbox von Beerdigung. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. In goldenen Ketten von Beerdigung, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Genre, aus dem Bereich Deutschrock. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier bei der Schweißnaht, das bietet sich gut an. So, dann haben wir hier die Box. Auf der Box spannenderweise hier vorne so ein Flyer, so ein Zettel aufgeklebt. Beerdigung in goldenen Ketten 3D Fanbox lesen wir hier. Das kann man dann hier wohl ablösen, okay. Also das Ganze hier mit einem Klebestreifen angebracht. Packen wir den mal zur Seite. Dann kommt darunter zum Vorschein auch nochmal in goldenen Ketten 3D Fanbox. Hier ebenfalls, rechts ebenfalls. Unten schwarz, oben schwarz. Und auf der Rückseite lesen wir dann, diese Box enthält in goldenen Ketten Digipack, in goldenen Ketten handsignierte Autogrammkarte, in goldenen Ketten Metallschlüssel Anhänger und dann haben wir hier noch einen Fanschall. Hier unten gibt es noch die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist dann wohl, ist die Frage, entweder hier oder auf der Oberseite zu öffnen. Und zwar ist das Ganze hier nochmal zugeklebt. Dann werden wir auch hier nochmal einschneiden. So. Alles klar. Okay. Also das, was wir jetzt hier sehen, das Ganze hier im Karton, das war jetzt wirklich nur die Außenhülle, sage ich mal. Und jetzt kommen wir zur Box in der Box, also zur eigentlichen Box, die hier echt gut geschützt wurde, denn wir machen das Ganze mal raus. So, also das ist hier diese Verpackung, die auch schon echt schön designt ist, aber das ist wirklich so der Überkarton, in dem die eigentliche Box dann geschützt war. Packen wir den mal zur Seite. Und so sieht dann die Box an sich aus. Deswegen auch 3D-Fanbox und deswegen auch die Luftpolsterfolie, die hier vorne mit drauf war. Denn wir haben hier vom Design her eine echt einzigartige Box. Hier oben lesen wir einmal den Interpreten, also den Bandnamen Beerdigung. Sieht so aus, als wäre das Ganze staubig, aber das ist hier alles so vom Artwork, so mit so grau-weißen Sprenkeln. Und hier haben wir dann das Logo. Hier lesen wir dann in goldenen Ketten. Dann haben wir hier den deutschen Adler, der hier allerdings etwas verändert wurde, also sieht etwas mitgenommen aus. Und das Ganze ist hier dann in so einer Pyramide mit dem allsehenden Auge. Dann haben wir hier noch einen Lorbeerkranz, diverse Sterne. Und was mich besonders freut, ich hoffe es kommt hier in der Kamera rüber, jawohl, das Ganze ist dann wirklich in einer 3D-Optik. Also wie so ein Siegel, wie so ein Logo, das hier dann vorne drauf aus der eigentlichen Box hervorsteht und dann auch noch hier diese goldenen Ketten, das sind wirklich Ketten, die hier festgemacht wurden und entsprechend diesen Adler hier einsperren in diesen goldenen Ketten. Der Albumname ist Programm. Also selten so eine heftige Box gesehen, vom Design her echt heftig. Beerdigung in goldenen Ketten lesen wir links, unten schwarz, rechts wieder dasselbe. Und auch hier in schwarz. Was lesen wir hier? Bei Fragen zum Boxinhalt, Info at Rookies and Kings. Okay, also da kann man sich dann an das Label wenden. Dann werden wir mal hier das Ganze öffnen. Wenn es denn geht. Jawohl, also die Box ist aus stabilem Karton. Und dann kommen wir schlussendlich nach knapp 5 Minuten dann doch noch zum Boxinhalt. So, die Box innen weiß.
Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, es ist von Kartonboxen mit Sicherheit die schwerste in der Größe, denn dieses Logo, dieses 3D-Emblem hier, das ist echt massiv und wiegt einiges. So, wir kommen zum eigentlichen Inhalt. Wir haben hier einmal den Fanschall, dann diesen Schlüsselanhänger, die Autogrammkarte und natürlich das Album. So. Gut, nachdem wir jetzt alles erledigt haben, starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus vom Cover, vom Design her, wie auch schon die Box. Hier dieses Logo mit den goldenen Ketten. Auf der Seite lesen wir auch wieder Beerdigung in goldenen Ketten. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 15 sind hier mit dabei. Hier gibt es dann auch wieder die Credits und einen Barcode. Das Ganze kommt in einem Digipack. Hier haben wir so eine Stecktasche mit einem Booklet und einem Infozettel. Was ist das hier? Okay, also das ist so ein kleiner Infoflyer, so ein Infoheftchen mit Merch von Beerdigung und natürlich auch den bisher erschienenen Alben von Beerdigung. Also die haben hier einen eigenen Shop bei Rookies and Kings. Das ist ja das Label. So, dann kommen wir zum Booklet. So sieht das aus. Okay, also wir haben hier ein sehr langes Zitat von dem Buch Alice im Wunderland. Der Autor davon hier, Lewis Carroll. So sieht das aus. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks samt den Lyrics. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Wir haben hier jeden Track einzeln erfasst. So muss das sein. Und auch das Artwork passt hier sehr gut zu diesem Anfangszitat zu Alice im Wunderland. Dann haben wir hier die vier Herrschaften, die vier Bandmitglieder, die scheinbar in einem einsamen Kino- bzw. ja, Theatersaal sitzen. Ja, es wird hier auch immer wieder mit Freimaurer und Illuminati Symbolen gespielt. Und auf der letzten Seite gibt es ja noch die Credits zum Album. Sehr schön. Also, jede Menge Text hier in diesem Booklet. Dann, wobei, bevor wir es reinpacken, schauen wir hier nochmal ganz kurz rein, denn hier haben wir dann auch wieder die vier Jungs abgebildet. Die CD sieht dann so aus, auch hier wieder in dieser Siegeloptik in goldenen Ketten. Dann packen wir die Sachen hier mal wieder in diese Stecktasche. Und kommen zum nächsten Boxinhalt. Wir haben mit dabei eine Autogrammkarte im Querformat. Hier haben die vier Herrschaften unterschrieben. Jawohl. Also in diesem Fall Julian, Tobias, Sven und Jonas. So sehen die aus. Rückseite blank schwarz. Dann mit dabei ein goldener Schlüsselanhänger. Und auch hier haben wir dann wieder diese in goldenen Ketten Optik, dieses Logo, was wir schon kennen vom Album und vom Boxdesign. Also hier wieder diese Pyramide. Das sieht echt heftig aus. Und auch dieser ist wieder geprägt. Bedeutet, man kann hier wirklich alles erspüren. Und auf der Rückseite lesen wir dann Beerdigung in goldenen Ketten. Ja, kann man sich an den Schlüsselbund oder wo auch immer man möchte dran machen. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Das ist ein Fanschal in diesem Fall. Und zwar haben wir hier einen Fanschall in Schwarz, Orange und Weiß. Hier in der Mitte lesen wir wieder den Albumtitel und passenderweise dann hier auch Ketten oben und unten, aber in diesem Fall nicht Gold, sondern Orange. Und auf der Rückseite haben wir dann hier Beerdigung in der Mitte groß stehen
Und auf der rechten Seite und auf der linken Seite gibt es noch das Logo hier, dieses Kreuz in dem Kreis. Zettel ist jetzt hier keiner dabei gewesen, aber ich gehe mal stark davon aus, wie die meisten Fanschals, dass das Ganze 100% Acryl ist. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Fanschal. Dieser Schlüsselanhänger hier in Gold. Die unterschriebene Autogrammkarte von allen vier Bandmitgliedern unterschrieben. Sowie natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box in goldenen Ketten von Beerdigung. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Beerdigung unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.